Das Datenschutzempfinden der Österreicher und Österreicherin ist sehr hoch. Deshalb gibt es auch im Gesundheitsbereich eher weniger digitalisierte Prozesse. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Mobilfunktechnologien und Festnetztechnologien. In der Mobilfunksparte ist es die vierte Generation, auch genannter LTE oder LTE Advanced, die uns helfen, hohe Datenraten mobil in rurale Gebiete übertragen zu können. Im Festnetzbereich sind dies Glasfasertechnologien und im Kupferkabelbereich sind es Technologien wie Vectoring, Supervectoring oder auch G.Fast. Sowohl in Österreich als auch in Europa gibt es Licht und Schatten bei Unternehmensfinanzierung und Start-ups. Es gibt Ansätze, wo man Innovationssysteme und Startup-Ökosysteme entwickelt, die auch international sehr gute Resultate produzieren. Insgesamt ist aber das System noch nicht up-to-date und es besteht noch in weiten Bereichen Reformbedarf, um hier wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Der Wirtschaftsstandort Europa ist unter Druck. Im Vergleich zu anderen Regionen haben wir Nachholbedarf. Unter Druck ist nicht nur wegen der Griechenland-Krise oder der Migrationszahlen im Mittelmeer oder auf anderen Wegen, sondern gerade wegen der Digitalisierung. Der digitale Weltmarkt ist in Bewegung. Während wir 30% unseres Wirtschaftswachstums im digitalen Bereich lukrieren, sind es in den USA mehr als 60%. Also, wir müssen etwas tun. Wir hören viel über fehlende politische Leadership. Da die positive Wahrnehmung von Politik von aufmerksamkeitsstarken Persönlichkeiten abhängt, wünsche ich mir, dass die Regierung ein eigenes Bundesministerium für Digital Affairs einrichtet. Es kann nicht mehr jeder nur ein bisschen politisch zuständig sein und herumwursteln. Wenn wir nicht auf dem digitalen Abstellgleis landen wollen, dann braucht es politisches Projektmanagement, abgestimmte Ziele, eine klare Strategie, Projektverantwortung, ein unabhängiges Controlling und ein politisches Gesicht, das wie ein Brennglas die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die digitalen Veränderungen richtet.